Hallo, liebe Feuerzeichen. Wenn du ein Schütze, ein Widder oder ein Löwe bist, dann ist diese Legung für dich. Der Oktober 2022 steht an und der Oktober ist oft eine Zeit, passend für den Herbst und für die erste Ernte, in der man Bilanz zieht über sein Leben. Was ist gut gelaufen in diesem Jahr 2022? Was nicht so gut? Was möchten wir ändern? Was möchten wir noch Neues beginnen? Genau um diese Fragen geht es jetzt auch bei dir. Was bringt dir der Oktober 2022? Entscheide dich für einen Kartenstapel. Stapel Nummer 1 mit dem Aventurin, Stapel Nummer 2 mit dem Schneeflockenobsidian oder Stapel Nummer 3 mit dem Amethyst. Du hast dich für Stapel Nummer 1 entschieden, der Aventurin? Dann sehen wir, welche Botschaft sich für dich dahinter verbirgt. Der Teufel, das Ass der Stäbe, die 9 der Stäbe und der König der Kelche als Aktionskarte. Der Teufel steht für Sucht oder Abhängigkeit, nicht unbedingt körperliche Sucht, sondern auch die vielen Süchte, die nicht substanzgebunden sind. Spielsucht, Internetsucht, Sucht nach Beziehungen, Kaufsucht. Etwas in deinem Leben ist außer Kontrolle geraten oder hat die Kontrolle über dich bekommen. Vielleicht ist es auch ein bestimmter Wunsch, ein bestimmter Gedanke, den du schon obsessiv verfolgst, der dein ganzes Denken beherrscht. Du gehst zu sehr, zu einseitig in eine Richtung. Das Ass der Stäbe spricht für deine Willenskraft. Deine Willenskraft und deine Kreativität ist jetzt gefordert. Vielleicht kannst du mit Willensanstrengung, Disziplin und Kreativität diese Sucht, diese Abhängigkeit auch überwinden. Die 9 der Stäbe spricht dafür, dass dieser große Prozess, diese Anstrengung, um loszukommen von Verwicklungen, schon fast vollendet ist oder sich im Laufe des Oktobers vollenden wird. Der König der Stäbe ist deine Aktionskarte. Der Kelche bedeutet ein Mann aus einem Wasserzeichen. Die Wasserzeichen sind Krebs, Fische oder Skorpionen. Vielleicht hast du mit dieser Person zu tun. Vielleicht hat diese ungute Situation der Abhängigkeit mit dieser Person direkt zu tun. Vielleicht ist es aber auch so, dass diese Karte dir zeigt, dass du so handeln solltest wie ein souveräner Mensch, denn das ist der König aus dem Wasserzeichen. Du solltest jetzt nämlich deine Intuition und deine Emotionen ernst nehmen. Du solltest auf dein höheres Selbstvertrauen. Der König der Kelche hat gleichsam das dritte Auge. Das heißt, der ist spirituell ganz wach. Und mit dieser Wachheit solltest du an diese ungute Situation, die dich gefangen hält, auch herangehen. Du hast dich für Stapel Nummer 2 entschieden, der Schneeflockenobsidian. Was will der Schneeflockenobsidian dir sagen? Das sind deine Karten. König der Schwerter, die Herrscherin, der Bube der Schwerter und als Aktionskarte die Welt. Der König der Schwerter steht für einen Mann aus einem Luftzeichen. Luftzeichen sind Zwilling, Wassermann und Waage. Mit dieser Person hast du es zu tun und es sieht so aus, als ob du eine sehr gute Zeit mit der Person verbringst. Denn die zweite Karte ist die Herrscherin. Die Herrscherin ist eine Trumpfkarte. Sie repräsentiert die Person, die alles im Leben erreicht hat und die sich im Triumph befindet. Sie lebt wirklich ihr Leben in Fülle. Sie ist wohlhabend. Sie hat Ressourcen. Sie hat ein gutes Umfeld. Sie ist insgesamt auf vielen Ebenen reich. Der Bube der Schwerter steht für einen neuen Gedankenimpuls, für einen neuen Anstoß. In deinem Leben ändert sich im Oktober etwas. Vielleicht bekommst du ein interessantes Angebot. Das kann beruflich sein in Bezug auf deine Karriere. Das kann auch eine neue Bekanntschaft sein, die du durch kluge Gespräche kennenlernst oder in einem Chat. Denn die Schwerter stehen für das Element Luft und für die Kommunikation. Die Kommunikation ist sehr, sehr wichtig, denn sie bringt Menschen zusammen. Und vielleicht hat sie auch wesentlich damit zu tun, dass du jetzt in so einer starken Position bist. Die Aktionskarte Die Welt will dir sagen, dass sich für dich im Oktober ein Traum erfüllt. Du kannst nun wirklich voranschreiten und du kannst dir sicher sein, dass das Leben es gut mit dir meint. Du hast deine Prüfungen bestanden oder bist immer wieder dabei, sie zu bestehen, doch das machst du mit Bravour. Du kannst jetzt aus der Fülle schöpfen. Du hast dich für Stapel Nummer 3 entschieden, der Amethyst. Was will der Amethyst dir denn sagen als Botschaft für deinen Oktober 2022? Die Königin der Schwerter, der König der Stäbe, der Bube der Kelche und die Hohepriesterin als Aktionskarte. Du hast
drei unterschiedliche Farbkarten, Schwerter, Stäbe und Kelche. Das bedeutet, dieser Monat wird für dich aufregend und vielseitig. Die Königin der Schwerter, das ist eine Frau aus einem Luftzeichen, Zwilling, Waage oder Wassermann. Mit dieser Person hast du nun zu tun. Das kann beruflich sein, das kann eine Chefin oder eine Kollegin sein, das kann auch in deinem privaten Umfeld sein. Der König der Stäbe ist ein Mann aus einem Feuerzeichen. Das sind Löwe, Widder und Schütze. Vielleicht bist du selbst diese Person, vielleicht lernst du diese Person kennen. Der Bube der Kelche spricht für ein romantisches Angebot. Es kann sein, dass du mit dieser Person zusammenkommen sollst oder dass diese Person dir Avancen macht. Die Königin der Schwerter ist vielleicht eine Person, die dir Rivalität bringt. Möglicherweise will sie dir aber auch sagen, dass du nun die Eigenschaften der Königin der Schwerter verkörpern solltest, denn die ist sehr rational, sehr vernünftig, sehr klug und abwartend. Und du solltest vielleicht dieses romantische Angebot prüfen, bevor du es annimmst, denn das will sie die Vorsicht der Königin der Schwerter sagen. Und auch die Aktionskarte, die Hohepriesterin, spricht von der Vernunft und der Intuition. Die Intuition ist gleichsam die höhere Oktave der Vernunft. Durch die Intuition kannst du erfassen, ob dir eine Entwicklung oder eine Begegnung schadet oder nutzt. Und diese Intuition, die ist jetzt im Herbst für dich sehr, sehr wichtig, damit auch dein privates Leben positiv und harmonisch verlaufen kann.